Hallo, ich bin Helopedi und willkommen zurück zu Minecraft und nicht zu irgendeiner Folge, nein, zu der 60. Folge hier auf meinem Kanal. Und wie ist das Huhn da rausgekommen? Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Sind die alle rausgekommen oder waren die alle schon da? Egal, ich töte sie. So, ich glaube, der hat vor Schreck. Nee, das war innen. Hat er noch ein Ei gelegt? Keinen Schimmer. Naja. Okay, ja, ich habe mir noch ein bisschen sowas überlegt. Zum einen habe ich ein neues Thema gehört und zum anderen will ich noch was sagen, wegen den Staffeln, die ich da so vorhab zu machen. Das will ich jetzt nicht so ganz umsetzen, wie ich es geplant habe. Dabei muss man noch irgendwann wegmachen. Und zwar habe ich mir so gedacht, wir können es natürlich so im Maß einhalten, dass wir in der Staffel aufbauen, zum Überleben alles, was wir brauchen. In der nächsten können wir so ein bisschen jagen gehen oder erkunden gehen. Aber es wäre natürlich besser, wenn man das jetzt nicht streng nach Prinzip macht, sondern einfach so, wie man will, wie man drauf Lust hat. Ich will nicht erst irgendwie 20 Folgen warten, bis ich irgendwas machen kann. Da werde ich auch im Texture-Pack ändern, weil die Dunkelheit geht mal gar nicht. Und dann ab der, soweit ich weiß, müsste es dann die 70. Folge sein, 70. müsste es sein. Die wäre, soweit ich weiß, dann das Special, in dem ich meine andere Welt präsentiere, aber da sind noch 10 Folgen hin. So. Dann kommt ja noch 9, die 10. Folge wäre es da dann. Ach, jetzt ist die Axt kaputt, leck mich ja mal. After. Ja, das ist auch die andere Bezeichnung, ich sag mal, nettere Bezeichnung. So, das kann man gleich mal reinlegen zum Verstauen. So, Iron Axe lasse ich mal da gammeln. Haben wir kein normales Eisen, da oben ist auch nur eine, Eisen, will ich ja nicht benutzen. Kein normaler Stein. Ja, Tatsache, egal, dann benutze ich einfach mal die Eisen. Ich glaube, da wird sich das FBI jetzt auch nicht daran vergreifen. Sowieso, glaube ich, keinen großen Eisenvorrat. Ich will ja hier dann noch die Mine unten ausbauen. Das kommt auch noch. Wir müssen immerhin alles bauen, was zum Überleben nötig ist. Das heißt auch, dass wir Material brauchen. Okay, und hier was? So, wie viel Setzlinge haben wir denn? Na, hier, 3 Saplings. Na, jetzt. So, einer gesetzt. Den zweiten setze ich mal hier auf die Fläche und den hier, den dritten. Ich habe überlegt, einfach so, bevor ich jetzt das neue Thema anschneide, das auch so ein bisschen Gaming ist vom Thema her, dass wir einfach mal die Insel dann irgendwann erkunden gehen. Wir haben jetzt hier null, also wir haben hier nur Wasser, da ist relativ langweilig. Kann nicht so viel machen, dann haben wir eine Wüste und hier haben wir so ein kleines Wäldchen. So ein Forest. Oh, das ist auch so ein großer Baum. Alter, ich hasse die Dinger. Die kriegt man nie so weg, ohne sich irgendwo raufstellen zu müssen. Außer ich hole mir den einen Mod, den ich sowieso vorhab zu holen, dann ist das einfach viel einfacher mit dem Holzerbauen. Da spare ich mir schon mal 10 Folgen mit Holzerbauen. Und jetzt ist er da wieder auf dem Blatt gefallen. Ach, die Sonne blendet auch so richtig assi. Es gibt da das Sprichwort von der Schönheit geblendet und es gibt auch was von der Sonne geblendet. Das ist auf jeden Fall keine Schönheit, was da hier rumgammelt. Alter, ich krieg da Augenkrebs. So, okay, dann beginne ich jetzt mal mein neues Thema, was ich eigentlich mir schon ein bisschen überlegt habe. Und zwar habe ich mir überlegt, einfach mal so ein bisschen Gaming. Also, ich rede ja immer so viel von Hardware und so weiter, bla bla bla. Ja, womit sich manche gar nicht auskennen, wo sie manche denken, the fuck, was will der von mir? Das werde ich jetzt ein bisschen um und dann einfach mal generell auf Gaming umzuschalten, denn es ist diese Woche aktuell, dass Microsoft Mojang kaufen will, also den Entwickler von Minecraft, das Spiel, das wir gerade spielen. Und da habe ich, das finde ich so ganz, ganz lustig, wie manche Leute zwanghaft versuchen, von den Entwicklern, die das Spiel übernehmen,
Also jetzt Microsoft übernimmt Mojang so, dass sie einfach das mit anderen Spielen vergleichen, dass die jetzt einfach sagen, oh nein, da kommt Halo-Charaktere und so. Ganz ehrlich, wenn die das Spiel übernehmen, dann müssen sie auch immerhin schon das Spiel relativ so behalten. Klar wird sich wahrscheinlich einiges ändern, aber man muss es auch von der positiven Seite sehen. Microsoft hat einfach viel Geld. Also Microsoft kann auf jeden Fall vom Geld her mehr erreichen, aber hat wahrscheinlich auch wieder andere Ansprüche. Also das heißt, das mit dem Geld kann auch gleichzeitig ein Nachteil sein. Ganz einfach, man kann das Geld ausnutzen. Also, die nehmen ihre Macht und alles und können natürlich das Spiel komplett verkorksen, das ist natürlich auch möglich, aber Minecraft ist das meistverkaufteste Spiel. Dass ich da jetzt nicht hochkomme, Alter. Ist einfach das meistverkaufteste Spiel, da dürfen sie eigentlich gar nicht so viel verändern. Klar, gekauft ist gekauft, aber immerhin. Es sollen ja mehrere Millionen Exemplare verkauft, aber es gibt 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Und da kann ich auch nur sagen, okay, es ist unmöglich, dass sich jeder Mensch Minecraft kaufen würde, also dass 7 Milliarden Mal das Spiel verkauft wird. Man bedenkt, jeden Tag werden Menschen geboren, Menschen sterben jeden Tag. Es geht einfach gar nicht. Und jeden Tag wird ein Mensch nicht so jugendlich. Und die meisten Erwachsenen kennen sich im Grunde auch gar nicht damit aus. Die kennen einfach das Gefühl nicht zu spielen. Also zu zocken oder eben nur zu spielen. Eben jetzt nicht so auf Hardcore, alles auf richtig Hardcore-Mode durchspielen und so weiter. In schnellster Zeit. Klar, die spielen auf leicht oder so, aber so mit Minecraft, ich kenne keinen Erwachsenen sonst, der im Alter von 40 Jahren, teilweise sogar jünger noch Minecraft spielen würde, der wohl damit klarkommen würde. Mit dem System und alles, ist im Grunde ja unwahrscheinlich, dass die ganze, das ist ja hier mit dem Mod dazu, jetzt habe ich hier zwei Arme, kann ich gleichzeitig schlagen. Zwar kann ich das mit R wechseln. Da habe ich erstmal eine halbe Stunde rumprobiert, weil ich außerdem auf R gekommen bin. Naja, wir können ohne Sleep at Night, Alter. So, haben sie vielleicht noch ein paar Eier? Ja, eins liegt zufällig hier draußen. Drin liegen ein paar und zurückzukommen. Es gibt natürlich schlimmere Befürchtungen, also man hat auch befürchtet, zumindest haben viele befürchtet, dass als Disney Star Wars gekauft hat, dass dann irgendwelche Disney-Charaktere in dem Star Wars Episode 7, also im kommenden Star Wars, vorkommen. Das ist einfach unrealistisch. Es ist zwar Disney, aber der hat zwar immer so mit die Liebe des Lebens und so weiter, aber Disney ist jetzt nicht so, also die würden das jetzt nicht so machen, dass die das ganze Star Wars Universum umschreiben. Die würden damit bei Spielen und Serienfilmen keinen Gewinn mehr machen. Und ich denke schon, Disney hat auch sehr viel Geld, also hat LucasArts, also den Entwickler von Star Wars, aufgekauft für ein paar Milliarden. Und ich denke mal, Disney gibt's schon seit Anfang der 50er, sogar noch früher, ich glaube so Anfang der 50er. Dann auch mit dem Mickey Mouse, und das hat sich im Grunde auch schon sehr verändert. Es gibt jetzt ja nicht nur Zeichentrick, es gibt auch so normale Serien, wo man sagen kann, das ist relativ sehenswert. Es gibt auch so Serien, wo man sagen kann, das ist noch richtig, was man sich unter Disney vorstellt, richtig kitschig, wo der Sinn zur Hälfte fehlt. Aber Star Wars können sie nicht so unbedingt so mit verändern. Die können vielleicht ein bisschen sowas reinschneiden, so. Aber ich sag mal so, in welchem Film wird nicht irgendwie die Liebe des Lebens, wenn ich das mal so betone, wird das auch in sehr vielen Filmen reingeschnitten. Das ist einfach so, weil das Happy End immer da sein muss. So, ich weiß nicht, was ich gerade mache. So, wieder einiges an Holz
geerntet, wollte ich gerade sagen. Abgemoxt. Ich wollte eigentlich fast kein Essen. Ach, Peaceful ist das. Wieso ist das auf Peaceful gestellt? Hier normal, kein Wunder, dass ich kein Essen verliere. Dass ich nicht hunger. Ich hätte vielleicht mein Fenster schließen sollen. Ich hoffe, man hört jetzt die Hintergrundgeräusche nicht. Ganz vergessen, die solche Geräusche, die man erwartet, dann ist bereits 12 Uhr Mittag, also es ist noch möglich, dass man die Geräusche hört, die man jetzt hören würde, wenn man das Fenster aufmacht. Aber da ich nicht direkt in der Stadt wohne, ist das auch so eine relative Sache. Dass da am Tag man Sachen hört, die man nicht hören sollte. Ja. Es könnte auch viel schlimmer sein, also ich sag mal so, State of Decay, eins meiner, ach, der drückt schon wieder auf R. Eins meiner Lieblingsspiele, das habe ich auch Let's Played. Eigenwerbung. Schleichwerbung, nee. Das ist ja auch von Microsoft, von den Microsoft Studios. Und man merkt da irgendwie nix von Halo oder so. Man darf die Spiele auch gar nicht miteinander vermischen, also das wird einfach das Spiel zerstören und... Das, ich sag mal so, wenn die das machen würden, das... Die wissen schon, glaube ich, selber, ich glaube, die sind auch schon schlau genug, selber zu wissen, dass die anderen Spiele da nicht ein... Also nicht einbeziehen dürfen. Auch wenn es die eigenen sind. Es gibt ja auch Mods, da kann man auch seinen Skin ändern. Jetzt will ich wieder essen. Ich hätte es lieber da lassen sollen. Es gibt dann Mods. Es gibt Mods. Minecraft ist im Grunde eigentlich noch ein großes Modpack. Dort ein paar Mods drin und schon ist das Spiel vom normalen Survival bis zur höchsten Technik ausgestattet. Über Tacket und Hexet, Volts, alles. Das heißt auch kein Minecraft mehr. Im Grunde war das beste Minecraft eigentlich die Alpha. Man kann sagen, was man will, das beste Minecraft war die Alpha und die 1.8 wurde jetzt ja vor ein paar Tagen released oder heute, ich weiß es gar nicht. Ich habe vorhin geschaut im Launcher, ach schau mal, da ist 1.8 raus. Da gibt es jetzt auch wieder ganz viele Sachen, also Türen gibt es jetzt mehrere. Nicht mehr diese Eisen und die eine Holztür, es gibt jetzt mehrere Türen, verschiedene Farben, Designs und so weiter. Kann man sich mal lohnen anzuschauen. Aber erstmal nicht, ich bin auch am Abstimmen. Also ich würde gerne abstimmen, weil ich will die Welt nicht mehr. Ich will einfach auf meine Privatwelt weiter Let's Playen. Aber ich da einfach so viel Fortschritt habe, ich habe da auch so viele Ideen. Weil da kann man so viel machen, da hat man so viele Möglichkeiten. Aber da würde ich schon wieder eine Welt wechseln, was blöd wäre. Ja, nach 60 Folgen bereits drei, vier Welten gewechselt. Bis jetzt. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ja, so wird das jetzt auch mal nie langweilig. Also zumindest nicht langweilig, als es jetzt schon ist. Hahaha. Naja. Also man kann natürlich ja nicht immer das Beste erwarten, wenn Entwickler andere Sachen übernehmen, also andere Firmen übernehmen, die eben gute Spiele gemacht haben, also jetzt hier Mojang hat Minecraft gemacht und Microsoft übernimmt, das sollte man das nicht mit anderen Spielen verinnerlichen. Man denkt sich, Microsoft, okay, Halo, na, aber man kann auch denken, es ist nicht so viel Geld, also und da gibt's auch natürlich viele andere Spiele, Microsoft hat ja nicht nur die, hat ja viele kleine Minispiele und alles gemacht und Von den großen Spielen ist, naja, Microsoft eigentlich wird das sogar gut geeignet hier für Minecraft. Ganz einfach, ja. Hier in State of Decay Survival und jetzt hier in Minecraft auch Survival. Da finde ich eigentlich, die können natürlich auch nur das Spiel teilweise verbessern. Ich sag mal, so verschlechtern kann man es eigentlich nicht. Höchstens den World Generator würden sie verkacken und die nächsten Versionen verpatchen, alles, was weiß ich. Aber man darf natürlich jetzt auch nicht alles so engstirnig sehen, wo man sagt, oh Gott, da kommt Halo rein. Und ohne Scheiß hatte das. Ist doch logisch, dass es nicht ist. Auch wenn es aus Scherz gemeint ist, das ist einfach sinnlos. Man regt sich auf über Sachen,
wo man selber, indem man selber weiß, dass es gar nicht stimmt. So, auch die Axt ist wieder kaputt. Das ist eine Eisenaxt. Das Ding ist aus massivem Stahl. Ja, aus massivem Eisen. Und ich finde, in Minecraft, da kann man einfach nicht viel kaputt machen, also man kann es verpatchen, Bugs reinbringen und so weiter, aber so viel kann man da nicht machen. Es ist kein Story, kein Multiplayer-Spiel. Okay, Multiplayer geht's. Also es ist ja Multiplayer möglich. Aber ich meine so richtig Missions-Multiplayer-mäßig. Man muss auch sagen, Microsoft, da ist auch einfach in deren Spielen keine richtige Story drin. In Halo war eine schöne Story drin, aber ich sag jetzt mal so, State of Decay, die Story war ein bisschen low. Das war ein Open-World-Survival. Sehr viel Story kann man da nicht machen. Wie viel, Alter, wie viel Saplings. Und ich würde fast sagen, da ist eigentlich Microsoft hier auf was Gutes gestoßen. Ich glaube auch, die werden das Spiel noch so ein bisschen verbessern. Immerhin, die haben viel Geld. Und ich glaube mal, für das monsterhaftes Spiel kann man auch mal ein paar Millionen investieren. Okay, ich glaube nicht, dass man jetzt hier Millionen investieren könnte, selbst wenn man wollte. Einfach, was man hier großartig investieren. Naja, da gibt es auch noch viel andere. Also es gibt ja die großen Entwickler, die einfach aufs Geld aus sind. Beispielsweise Activision. Da würde ich jetzt sagen, wenn Activision das übernehmen würde hier, Minecraft. Also ich glaube, dann wäre es eher am Arsch als bei Microsoft, weil Microsoft ist ja generell für PC ausgelegt, also Microsoft, Xbox und ja, so. Microsoft ist für PC ausgelegt und PC ist natürlich auch das meistverkaufteste bei Minecraft. Na, ich sag mal so, wir sind, ich lasse jetzt wieder zu, oder, oh Gott, das ist kein Sinn drin, was ich gerade mache. Ich würde einfach mal sagen, das ist, da muss man abwarten, was passiert. Also, sollte ich weiß, soll heute ist Montag, sollte heute der Kauf bestätigt werden oder bestätigt, ob Microsoft jetzt Mojang aufkauft oder nicht. Man muss auch sagen, die, um zurück zu Activision zu kommen. Der ursprüngliche Entwickler von Call of Duty war ja eigentlich Infinity Ward. Aber Infinity Ward hat jetzt im Grunde nichts mehr zu sagen. In COD. Das ist jetzt Activision, der Publisher. Der ist jetzt eigentlich an der Reihe. Die ursprünglichen Entwickler von COD waren ja Deutsche. Was natürlich jetzt wieder nicht sehr verwundernswert ist. Die Deutschen haben den Computer erfunden, die Deutschen haben die Programmiersprache erfunden. Was haben die Deutschen nicht erfunden? Was soll ich sagen, was ist eigentlich, ohne die Deutschen, ohne uns Deutschland, wäre die Welt niemals technologisch so weit wie jetzt. Sogar weiter eigentlich. Beispielsweise in Wolfenstein, da ist man schon in den 1960ern bei extrem guten, leistungsstarken PCs. Aber natürlich wäre auch wieder so ein großer Nachteil dabei gewesen. Hätte Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Hätten jetzt beispielsweise keine Ferien oder so. Kein Urlaub. Müssten harte körperliche Arbeit machen. Es gibt keine Gamer-PCs. Es gibt keine großartigen Freizeitmöglichkeiten. Aber wir werden technologisch weiter, von der Medizin, von allen her, von der Technik, Wirtschaft, alles Mögliche, aber jeder Vorteil hat seinen Nachteil, sozusagen. Was man sagen würde, ist eigentlich ein großer Nachteil, hat ja Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Ganz einfach, das ist, wäre für mich mehr so eine schreckliche Vorstellung. Naja, aber beispielsweise, Respawn Entertainment, was Titanfall jetzt
produziert hat. Jetzt kann ich immer sagen, ist es schon vor einem halben Jahr released worden. Das waren ja die ursprünglichen Mitglieder von COD und wurden von Activision rausgeworfen. Was man sich jetzt mal überlegen muss. Der Publisher wirft die Entwickler raus. Dann fasst man sich nur was an den Kopf und sagt, was ist das? Ja, das ist Amerika. Da gibt's keine festen Berufe. Da kann man jederzeit von jedem gefeuert werden. Okay, von jedem ja nicht unbedingt, aber man kann wirklich jederzeit gefeuert werden, ohne triftigen, Alter, ohne triftigen Grund. Das ist wieder der Nachteil von Deutschland. Wir haben die stabilste Wirtschaft auf der Welt, das stabilste Schulsystem, wir haben mehr Schulen als wir brauchen. Einen kleinen Lehrermangel, aber damit kommt man klar. Wenn man denkt, die in Afrika freut man sich, wenn man da ein bisschen Bildung bekommen darf. Hier in Deutschland gehen wir in die Schule und sagen, ich hasse Schule. Das wird sich mal so richtig durch den Kopf gehen lassen. Das ist eigentlich extrem interessant. Wie wir über unser Land selber denken. Wenn schon manche verzweifeln, wenn irgend so eine beschissene Sendung im Fernsehen läuft und es dann heißt, armes Deutschland. Und wenn das dann wieder vergleicht mit Afrika, wo man kilometerlang zur Schule laufen muss, einen Kilometer lang zurück und gerade zum Tag arbeiten muss, man keinen Strom hat, kein Wasser, keine Arbeit, kein Geld, gar nichts. Alles voller Krankheiten, da denkt man natürlich schon ein bisschen nach. Ist eigentlich, ich finde es eigentlich interessant, wie verwöhnt eigentlich wir Deutschen sind. Jeder hat ein Smartphone, jeder hat keine Ahnung. Und in Afrika hat jeder eine Krankheit. Ja, das müssen Sie mal so durch den Kopf gehen lassen. Ist eigentlich... Alter. Ist eigentlich echt extrem... interessant. So, das hat sich hier vorne hin. Schnauze jetzt. Alter, der verarscht mich doch. Jetzt aber. Alter. Das ist ein komisches System hier mit dem Pflanzen. Mit dem Mod. Ja, okay, ich würde auch mal sagen, die Folge endet wieder. Ja, wir sind schon ein leichtes bisschen Überlänge. Aber es geht noch, also. Ich habe schon längere Folgen gehabt. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und das heißt. Was? Wenn es heißt, Let's Play Minecraft, Folge 61, aber jetzt erstmal noch Folge 60. Muss sagen, 60 Folgen, das ging schnell. Wollte ich immer nicht schauen, welche Folge aktuell ist. Wollte ich denken, wir wären noch bei Folge 30 oder 40, also gerade mal bei der Hälfte. Und ich bedanke mich bei jedem Zuschauer, bei jedem Abonnenten, was ich ja normalerweise nicht tue, aber... Ich habe jetzt natürlich auch, weil morgen wieder für die meisten Schule beginnt und so weiter, werde ich auch zukünftig nicht mehr sehr viel Zeit haben. Also noch weniger als jetzt, ich war ja sowieso in der ganzen Ferienzeit im Grunde kaum aktiv, aber ja, hat man viel zu tun nebenbei. Aber irgendwie kriege ich das schon hin, ich bin immer den halben Tag in der Schule und... Aus 12 Eiern kam kein einziges Huhn raus. Bei 13 oder 14 Eiern. Naja. Die versammeln sich so hier. Gibt's hier ein Schlupfloch oder so? Okay, jetzt reicht's ja langsam. Ja, und wie gesagt, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge, was ich schon 3-4 Mal gesagt habe, aber was mir relativ egal ist. Weil man sich nicht oft genug verabschieden soll. Kann. Was? Ah ja. Okay, also auf jeden Fall. Tschüss.